Heute ist das UFO für euch mit Erik Neubart am Ufer der Chemnitz. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, guten Tag, mein Name ist Erik Neubart. Ich trete für die Liste Chemnitz für alle an. Ich bin die letzten Jahre aktiv gewesen in der Chemnitzer Kulturszene und habe auch schon viel politische Sachen mitgewirkt und in Bürgerinitiativen mit reingesteckt. Und gerade halt auch die letzten Jahre haben mir gezeigt, es bringt halt nur mäßig was, wenn man nur in Bürgerinitiativen ist, wenn die, die im Stadtrat sitzen, das nicht umsetzen wollen. Und deswegen bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte damit rein. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich die Stadt Chemnitz zum Positiveren verändern kann. Der Transparenz halber können wir auch sagen, dass du schon seit vielen Jahren zu einem sehr aktiven Mitglied des Jugendforums gehörst. Wie hast du denn da so die Erfahrung gemacht, dass du damit etwas umsetzen konntest? Die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, dass ich mehrere Gruppen und also dass wir mehrere Gruppen da zum Überlegen und Nachdenken anregen konnten. Da halt auch ein schönes Beispiel sind die Pfandringe in der Innenstadt, die an mehreren Mülleimern angebracht wurden. Das haben wir gut gemacht. Ich glaube auch. Wir haben schon immer wieder viel Feedback erhalten und vielleicht hat sich ja doch ein bisschen was bewegt in der Stadt. Und wir sind hier gegenüber von der Richard-Hartmann-Halle. Warum hast du dir den Ort hier ausgesucht? Das hat diverse Gründe. Natürlich eventuell, weil ich ja halt auch ein kleines bisschen Basketball-Fan bin. Aber wenn man genau überlegt, steht die Richard-Hartmann-Halle für vieles in Chemnitz. Ich hatte zum Beispiel in der Richard-Hartmann-Halle auch Sportunterricht. Und das macht Chemnitz auch irgendwie ein bisschen mit aus. Auf der einen Seite doch irgendwie Profitum, auf der anderen Seite doch noch bodenständig. Ich finde es schön, wie wir immer wieder so persönliche Erfahrungen und persönliche Geschichten, aber auch so etwas über die Stadt dann immer erfahren von den Kandidaten, über ihre Orte. Und du willst für die Liste Chemnitz für alle antreten. Damit seid ihr ja nicht im herkömmlichen Sinne eine Partei, sondern eben ein Zusammenschluss von verschiedenen Kandidaten. Was hat dich denn dafür motiviert, für diese Liste anzutreten? Ich habe mich lange damit mit dem Thema befasst, Parteien und was für einer Partei ich irgendwie zugehörig sein möchte oder kann. Und ist mir aufgefallen, ich kann irgendwie keiner Partei richtig zugehören. Ich bin halt lieber doch parteilos. Und denke, dass wir auch, um die Stadt Chemnitz voranzutreiben, jetzt auch nicht unbedingt groß in Parteien und Gruppierungen denken müssen. Und ich glaube, das sollte man wirklich nicht in Parteigrenzen denken. Gerade ist es schon sehr faszinierend gewesen, weil hier wirklich ein Mann mit einem Hochrad vorbeigelaufen ist. Und da möchte ich natürlich sofort darauf zu sprechen kommen, dass Chemnitz natürlich auch gerade noch einen schwierigen Stand hat, was als Fahrradstadt zu gelten hat. Und was sind da deine Vorstellungen und was sind da deine Pläne, die du vielleicht angehen möchtest? Ja, das hat man halt auch schon gemerkt, wo du es gesagt hast. Er ist mit seinem Hochrad vorbeigelaufen und nicht gefahren. Woran liegt das? Chemnitz hat einfach gar kein richtiges Fahrradwegnetzwerk. Also ich kann da definitiv nichts dran ändern, dass es sofort sehr viele Fahrradwege gibt und wir mega gute Fahrradwege haben und ein richtig fettes Netz. Aber wofür ich mich einsetzen kann und auch unbedingt möchte, ist, dass zumindest ein Netz in also ein richtiges Konzept in Auftrag gegeben wird, auf das man über Jahre hinweg hinarbeiten kann, damit Chemnitz zu einer wirklich fahrradfreundlichen Stadt werden kann. Und du bist ja auch im Organisationsteam oder im Unterstützerkreis der Fridays for Future Demonstration in Chemnitz. Was denkst du denn, wie die Stadt Chemnitz und wie der Stadtrat da dann dafür wirken kann, dass Chemnitz auch wirklich etwas zum Umweltschutz beitragen kann aktiv? Das ist eine gute Frage und da muss man halt auch sagen, also mit Fahrradwegen wird da schon viel gemacht, was die Stadt Chemnitz selber machen kann, aber die Sache ist auch, dass Fridays for Future weniger eine politische Demo ist, sondern eine gesellschaftliche und es geht auch viel darum, dass sich die Gesellschaft im Allgemeinen verändern soll und auch das Umdenken der Menschen an sich sich mehr in eine umweltfreundlichere Weise verändern soll und ich glaube, der Stadtrat und die Stadt Chemnitz kann das nur fördern, wenn man ihnen dafür auch gute Wege zeigt. Und da sind Fahrradwege einmal was Gutes, aber halt auch genügend öffentliche Mülleimer, wo man halt seinen Müll auch schnell wegwerfen kann und nicht ewig lange suchen muss, bis man einen öffentlichen Mülleimer findet. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass die ASR gut für die Entsorgung sorgt und das ist ein wichtiger Aspekt. Und natürlich müssen wir auch ein bisschen auf 1 Energie schauen, die ein schlechtes Unternehmen sind und darauf achten, dass sie vielleicht doch schon eher mit einem Kohleausstieg engagieren und vielleicht doch mehr auf erneuerbare Energien setzen. Und noch eine Frage. Was würdest du an einem langen Abend, an dem du nichts vorhast, kulturell machen? Da
gibt so viele Möglichkeiten. Chemnitz hat eine reichhaltige Subkultur, die man einfach so schön erforschen kann. Da kann man einfach mal im Internet 371 eingeben, mal schauen, was da so drin steht. Und dann kann man sich halt wunderbar raussuchen, ob man ins Theater, in die Oper geht, was einfach auch gute Preise hat. Oder vielleicht einen ruhigen Abend im Lokomov, im Altra macht. Oder man geht halt zu einem Live-Konzert, was auch regelmäßig in Chemnitz stattfindet. Es gibt so viele Möglichkeiten, man muss sie einfach nur wahrnehmen. Dann danke ich dir für die Antworten und freue mich auf das nächste Gespräch des UFOs.